Hungrig? Oh, endlich ist Serac Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sniro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serac Besh unsere Gewürzroten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serac Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Wir brauchen richtiges Essen. Ja, ich habe auch Hunger. Das wird mein Abend. Ich kann es fühlen. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden.
Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorge dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, nix. Wir gehen zu Prevan. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Na, du bist ja lieb. So Uniform ist so. Okay, ich muss dir was geben. Was ist das? Die Rechnung. Die 3 Milo-Huhn, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komm ich ihn mir holen. Die sechste Sippe war so viel los heute. Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deinen Anteil. Aber diesmal keine ID-Karten mehr. Das letzte Mal haben wir ein paar Nashadar-Dokumente gefunden. Ich musste eine abnehmen. Halte dich einfach an die Abmachung. Keine Razzia im Südviertel, bis das geklärt ist. Sehr gut, mein Freund. Das Prevan. Prevan. Nupata ke. Chichi noga betisa tukamna. Una six king pint ut jitwana uba japago ya massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada tis. Sung pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an uba tinka sakutu utwata?
Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Taiban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, kuduba numa jeje kupa. Basabata jope uba vipta jakrita. Wollen wir uns ein paar Kredits? Ich habe nachtscheinlich die Rennvorbereitung beobachtet. Boah, sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto-Cup. Hey, schleich mal rüber und hol das. Gut gemacht, Nix. Ich habe genug Teile gebaut, um die sechste Sekunde zu schieben. Und irgendwer braucht immer Ersatzteile. Ich könnte wirklich nur mit zu Schlaf gebrauchen. Zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Konverter gefunden. Du weißt, dass dort die sechste Sippe ist. Ja, die haben mich vertrieben. Meine Kredits habe ich auch verloren. Die muss ich später noch holen, aber erstmal sollen die sich ein bisschen beruhigen. Junge.
Gleiches verlassen, nix. Das ist was Feines, nix. So. Der Canto Cup war gut für mich. Hab am Quartiertisch die Miete für 3 Monate gewonnen. Schön für dich. Willst du das haben, Nix? Also los, auf zu Prebern. Willst du gekrault werden, Nix? Wir halten zusammen, Kleiner. Hey, Preban, ich hab die Kredits. Wata. Chubakawa biasa jebe chutpase bata. Na gut, probieren wir ihn aus. Alles klar, holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Geschäft, Valek. Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Fatir-Rennen zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen. Ich könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. In der Nähe ist ein Datenblock von einem Freund mit dem Namen des Siegers. Finde ihn und setze alles. Kein Problem. Gut gemacht, Kleiner. Oh, er tut mir fast leid. Aber ich brauche die Kredits dringender als er.
viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Nix, da. Scheinen wir durchzupassen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Beigebracht habe. Drück auf den Knopf, Nix. Unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Ben Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Brell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ein echter Slimo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Nix, da drüben. Sehr gut, mein Freund. Die beste Musik in Kanto.
Also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Kennst du jemanden, der einen T-85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade, ihn zu klauen. Was? Du Bäcker! Niemand klaut meinen Jungen. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Hat geklappt. Keine Angst vor dir! Hinter Kurs!
tun nichts. Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Kannst du den Lüftungsschacht öffnen? Zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, darf ich sie draußen? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen! Bram. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Es ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns.
Sie sind Preban auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Du kannst dich nicht verstecken, Preban. Du musst tiefer rein. Wir haben deinen Plan. Du kannst uns nicht entkommen. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Danyan und müsste da drüben sein. Los geht's! Wo bist du her? Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von Weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Danyan, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Genießt die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Ich mich rüberschwingen. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Danyan, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Thank you.
Nicht runtersehen, nix. Daniel, ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zarek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Daniel. Ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Warte, was? Ich schlage alle ab! Das kann man bestimmt von halb Kante aus sehen. Den Dorf entlang! Seht euch um! Siehst du was?
hast du was, Kleiner. Sowas schon mal gesehen? Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix, such den Generator. Nix, die Tür. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Blasterspuren. Was ist hier passiert? Ah, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Ach, da ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Hast du was, Kleiner? In Ordnung. Los, lenk sie ab, Nix. Soll das denn sein? Siehst du was?
Ist hier jemand? Zeit für eine kleine Showanlage. Was ist das für ein Ding? Was? Hey, verschwinde doch! Nimm sie ab, Nix. So eins habe ich noch nie gesehen. Hey! Sie kommen in unsere Richtung! Wir den Alarm ab. Schalt den Alarm ab, ja? Alles unter Kontrolle. Bleib, wo du bist. Wenn sie rufen, gehe ich da raus. Na klar, du Heldin. Mach das Terminal kaputt, Nix. Siehst du was? Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Los, der Tresorraum wartet.
Denyen, ich bin im Turbolift. Beeil dich! Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Blasterfeuer innerhalb des Anwesens. Hallo, ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die Barriere. Schön. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Denyen. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Hi, ja, ich muss da rein. Denyen, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Grandiocha. Hallo? Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Machen wir ihn auf.
bist nicht Zarek Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Asara! Gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Zarek Besh, sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht... Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zarek Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Oh, du bist immer, wenn ich dich brauche, Nex. Okay, okay. Wie komme ich hier raus? Galaxis geben, an dem sie dich von ihr verstecken kann.
Müllschlucker. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Irgendwas kommt mir komisch vor. Ich passe mal lieber. Wenn sie erwischt, holen Köpfe! Nix, jag das hoch. Ist die Bezahlung das wert? Was war das? Du hast hier keinen. Was? Moment mal. Jetzt sind nur noch die Beine da. Alles klar! Sie ist verletzt! Ja!
Es wird Leiterfahren, oder? Nein. Komm schon. Oh, hallo. Ich dachte, du gehörst zu denen. Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt.
Aber du lebst, also helfe ich. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit... Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Na schön. Schauen wir mal.